Es ist 8 Minuten nach 8. Die Nachrichten. Jährlich sterben bis zu 1 Million Seevögel sowie 100.000 Meeressäuger an Plastikmüll und alten Fischernetzen. Die Meeresverschmutzung ist in den letzten Jahren drastisch angestiegen. Um dies zu verhindern. Boah, was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Warum labern die immer so einen Quatsch? Die haben doch gar keine Ahnung, Alter. Alle Spinner. Das Meer ist so riesig, Alter. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Die Tiere und die Fische und so, die haben die ja eh genug Platz. Moin, Freunde. Ich dachte, ich gehe mal zum Strand. Ist so schönes Wetter. Und rate mal, was ich da gesehen habe. Die Robbe-Dame. Die ist einfach tot. Du glaubst es gar nicht. Die ist einfach tot. Und das ist ja so ein Zufall. Ne? Ich habe ja davor noch den Radiobeitrag gehört. Dachte ich mir so, Mann, vielleicht haben die ja doch recht. Und das nehme ich jetzt mal auf für euch, damit es auch mal jeder live miterleben kann. Und wir müssen da echt mal was gegen tun. Also Freunde, wenn ihr Bock habt, dann kommt morgen doch einfach mal zum Marktplatz und dann können wir da so eine kleine Demo machen und den ganzen kapitalistischen Arschlöchern mal zeigen, was das hier eigentlich für eine Kacke ist, die wieder abziehen. Tierschutzaufstände nach Handyvideo. 7.9.2019. Am Wochenende stellte der Blogger Philbert G. ein Video, in dem eine Robbe, die durch ein Fischernetz erwürgt und schwer verletzt wurde, auf seinen Blog. Das Video verbreitete sich rasch und sorgte für viel Trubel unter den Bürgern. Es kam zu einer Demonstration gegen die Fischer, die ihren Müll, zum Beispiel alte Fischernetze, im Meer entsorgen und in Naturschutzgebieten fischen.